Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ich will mal zusehen, dass ich hier wegkomme. Wir haben getankt. Wetten, der rauscht uns rein? Wow. Aber auf dem letzten Drücker, Mädel, wa? So, genau, wir sind immer noch natürlich noch unterwegs auf der Rustmap. Da werden wir auch bleiben, bis wir die entweder komplett aufgedeckt haben oder eben die 1.48 Beta draußen ist. Bei der dann wohl die Rustmap zunächst mal nicht weiter funktionieren wird. Genau, dann warten wir natürlich alle noch sehr, sehr, sehr gespannt auf das DLC. So. Aber erstmal setzen wir hier unseren Weg fort. Wir haben noch 655 Kilometer vor uns. Aufzeichnungstag ist Mittwoch, der 21.06. Wir haben 13.15 Uhr. Liebe Grüße aus Berlin. Ich höre mich mal an wie Dieter Thomas Heck hier. Soll ich mir vielleicht angewöhnen? Kann das sein, dass ich Fernlicht anhab? Ich bin mir nicht... Ich hatte Fernlicht an. Na Mensch, guck mal an. Jetzt nicht mehr. Okay. Ja, wir waren schon wieder in die Abendstunden rein. Bleib doch mal von dieser komischen Seitenleiste runter, Mensch. Genau, gleich wird nochmal mein Austauschboard zugesandt. Das werde ich dann auch tatsächlich mal tauschen. Das andere muss dann noch zurück. Achso, wir haben ja, genau, Rundumleuchten haben wir an, das haben wir so gewollt. Ich hatte schon vergessen, was wir da hinten drauf haben, oder das ist ja dieser überbreite Dingenskirchen, aber eigentlich brauchen wir die Rundumleuchten gar nicht. Wie kriege ich die denn wieder aus? Gar nicht, ha? Habe ich die nirgendwo hinterlegt hier? Tatsache. Dann müssen wir das mal kurz anders machen. F4. Rundumleuchte. So. Wunderbar. So muss das sein, liebe Leute. Ja, nee, dann werde ich dann nachher das Board tauschen. Mir dabei auch mal die CPU genau angucken, ob ich da irgendeinen Pin verbogen habe. Aber inzwischen habe ich rausgekriegt, warum das eine oder andere nicht funktioniert. Und ja. Übrigens schreibt G-Skill auf seiner Seite... Verbindung mit AMD-Prozessoren, das kann ich aber so nicht unterschreiben, ist das XMP-Profil nicht kompatibel. Mein 16er hatte aber das XMP. Der 32er nicht. Ja, ne? Also ist die Aussage nicht so ganz richtig. Aber wenn man sich überlegt, 2933 oder 3000, das macht den Kohl nicht mehr fett, die paar Megahertz.
So, ist wieder lecker warm hier in Berlin. Wir haben... Mal eben ganz kurz gucken. Ich habe auf meinem Balkon aktuell 25,4 Grad. Und das ist ein Ostbalkon. Kilometer. Jawohl, genau. Es wird weniger. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Wenn natürlich nur noch geradeaus Autobahn kommt. Der Maßstab läuft ganz gut. Wir haben jetzt 6 Minuten unserer Aufnahmezeit weg. Ach ja. Schade. Ich hab gedacht, das klappt. Eieiei, was für eine Fahrweise. Aber es hat funktioniert tatsächlich. Wow. Ohne Crash, das muss man sich mal ausdenken. Ach ja, so Leute. Okay, also in dieser Folge schaffen wir es definitiv nicht. Jetzt rauschen die Kilometer wieder langsamer runter. Aber wie wär's, wenn du mal den Gang wechselst? Dein Motor schwenkt ja schon die weißen Fahnen, Mensch. Was haben Sie denn Schönes hingebaut? Wow. Oh. Was? Warum bist du stehen geblieben, du Vollpfosten? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich meine, ich war nicht zu schnell. Aber schöne Baustelle, Mensch. Coole Sachen haben die hier hingestellt. Naja. Darf ich überholen? Aber, mal ganz blöd gefragt, war vor mir nicht eben eigentlich ein weißes Auto anstatt ein schwarzes? Anstatt einem schwarzen. Ich weiß, ich drücke mich sehr gebildet aus, manchmal. Ja, aber es gibt so Dinge so als und wie, seit und seit mit T und D. Beim Reden hört man es nicht, aber beim Schreiben. Das aber, boah, sowas triggert mich, ey. Ich habe sonst auch immer zumindestens gesagt, aber es heißt ja zumindest. Größer als, kleiner als. Genauso dumm wie. Ah? Genauso schön wie. Das ist... Da muss man halt gucken. Lernt man aber eigentlich in der Schule. Gut, vielleicht heutzutage nicht mehr. Aber wenn man so bei YouTube mal unterwegs ist und so auch andere guckt, wie viele das falsch machen. Auf der anderen Seite, wenn ich von sehe, die Tochter von meiner SL-Partnerin, die geht aufs Gymnasium, die haben jetzt, oh, wie viele Jahre haben denn die jetzt? 8 Jahre, glaube ich, noch. Im Dienst, die das Abitur reinknüppeln sollen. Ich, weißt du?
Ich meine, überleg mal, das sind, wenn du so willst, das sind doch halbe Kinder, aber sollen schon Abitur machen. Ne? Die Regierung hat sie echt nicht mehr alle. Und wir haben damals ganz normal für die Haupt- und Realschule 9 Jahre gehabt. Dann wurde das Ganze sogar im Jahre 1984 oder 85 muss das gewesen sein, wurde das Ganze angehoben auf 10 Jahre. Entschuldigung, Gymnasium mit Abitur, die hatten 13. So, und jetzt soll man das in 8 Jahren Abitur machen? Mann, lass den Kindern doch ihre Kindheit, ganz ehrlich. Aber Kinderarbeit ist verboten, ne? Wenn die dann aber, ich sag mal, mit 13 aus der Schule kommen, dann können sie gleich mal lochen oder so. Alles klar. Es läuft wirklich so viel schief hier. Was habe ich eben gehört in einem Bericht? Wir haben 67 Geschlechter. Was ist denn das alles? Ich kenne nur 2, Mann und Frau. Sind die anderen 65. Aber es sind auch wieder so Dinge, das haben sich die Woken ausgedacht. Unter anderem die Grünen. Diesen Schwachsinn. So, ich überhole dich mal. Ich habe jetzt gut Tempo drauf hier runter. Das Tempo muss ich mitnehmen. 116, wow. War jetzt aber ein großer Hügel, wa? Und, na guck, jetzt werden wir schon wieder langsamer. Ne, natürlich nehme ich den Schwung mit. Ich habe ja einen Begrenzer drin auf 90. Also das ist jetzt wirklich einfach nur Rollen. Mehr ist das nicht. Ja, was soll ich noch sagen an dieser Stelle? Lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen da, lasst einen netten Kommentar da. Wer mag, kann den Kanal auch unterstützen, zum Beispiel für neue Hardware, für neue Software, sprich Games auf Steam. Auch dort könnt ihr natürlich in die Geschenkekiste greifen. Weiß gar nicht, wie das geht. Dann allerdings Bescheid sagen, was ihr geschickt habt, weil ich kriege da tatsächlich keine Meldung von. Ich habe in meinem Steam-Account Spiele, von denen habe ich noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen sind. Ja, ansonsten fahre ich jetzt einmal rechts ran. Ihr bleibt natürlich gesund. Und, oh ne, ich kann auch hier in der Mitte fahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh in alter Frische wieder. Und jetzt bleibe ich mitten auf der Straße stehen. Das ist mir dann auch egal. Und ich sage erstmal, ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.